Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen und ersten Let's Play zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, wir sehen hier einen Ladebalken, er sammelt Ressourcen und ist fertig. Und hier sind wir auch. Ich werde jetzt mal kurz in die Soundoption gucken, ob es jetzt alles richtig ist. Eigentlich müsste man mich so hören und im Hintergrund auch noch leise die Musik hören. Ja, so war es gerade. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Wenn nicht, naja. Ich möchte gar nicht über die Folgen nachdenken. Jo, womit fangen wir denn an? Ja, ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Spielen. Also das ist ein Wirtschaftssimulator. Also man kann hier auch spielen, dann kann man einen Karrieremodus machen, da ja, halt ein Wirtschaftssimulator ist das da. Da muss man sich selber einen Park, also einen Freizeitpark bauen. Hier sieht man ein paar Bilder. Und ja, wir spielen aber im Sandkastenmodus, das heißt, wir müssen einen möglichst schönen Park gestalten, haben unendlich Geld dabei und auch Add-ons, die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe. Falls ihr gute kennt, könnt ihr mir die auch mal sagen. Und ja, wir werden diese Add-ons benutzen, das sind CSOs, also Custom Scenery oder Custom Objects. Ja, hier sind jetzt meine Parks, ich mache jetzt aber mal 9 und zwar, ja, dann geht hier auf Spiel starten und es geht los. Wir sehen jetzt, dass er auch eine ganze Menge am Laden ist, also es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Items und vor allem habe ich ja auch noch ganz schön viele, ja, Add-ons nenne ich sie jetzt mal. Wenn nicht jeder weiß, was Custom Scenery ist. Add-ons habe ich mir runtergeladen. Das sind halt neue Objekte, die man auch genauer bauen kann und die detaillierter aufgemacht sind. Und ja. So, da sind wir nun in unserem Park. Ja, die Hintergrundmusik von gerade eben, die mache ich jetzt erstmal aus. Ich möchte nämlich eigentlich nicht gegen Content verstoßen. Und daher gehe ich kurz in die Optionen und mache die Hintergrundmusik. Wo ist aus? Ganz unten, glaube ich. Jo, keine Musik im Hintergrund. Oder wir nehmen welche vom Spiel. So. Was haben wir jetzt hier? Naja. Keine Ahnung, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar sehen wir, hier kommen jetzt gerade Besucher rein. Die wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Von daher schließen wir unseren Park erstmal. Ja, den haben wir jetzt geschlossen. Die sollten sich jetzt auch bald mal nach draußen begeben. Und wir fangen mal an, indem wir erstmal den Weg hier löschen. Den brauchen wir nämlich nicht. Ups, so, so, so. Und löschen. Wir bauen schließlich unseren Park, da brauchen wir auch keine Vorgaben eines Weges. Ja, hier sehen wir unseren Parkinspektor, der wird nicht aus dem Park rausgehen. Der ist hier alles am Überprüfen und so weiter. Ich merke gerade, ich glaube die Zuschauer, also die Leute, quatschen ein bisschen laut. Von daher gehe ich nochmal kurz in die Optionen und gucke, die Spiellautstärke dürfte das ja sein. Die stelle ich dann mal zusammen mit der Musiklautstärke. Die Menülautstärke, so, das sollte doch passen. Jetzt gehe ich mal kurz zu der Menge. Ja, voll die Menge. So ist es besser. Ja, und wir sehen, die sind ziemlich dumm. Die laufen einfach mal weg. Ja, also ihr seht schon hier, ich habe eine ganze Menge Custom Scenery drin. Eigentlich, also diese mit diesen Bildern sind eigentlich nicht da. Das sind normalerweise sowas hier mit so richtigen Häusern. Und wenn dann jetzt hier solche Bilder sind, das ist von den Leuten, die das gemacht haben. Das sind halt Custom Sceneries. Kann man auch gut hier bei Bäumen und Laub sehen. Hier sind eigentlich immer, ist eigentlich immer der jeweilige Baum abgebildet. Und wenn da so ein Bild ist, dann ist das halt Custom Scenery. Das kann man sich runterladen und installieren. Da kann ich auch mal gleich zeigen, was das ist. Ich baue hier einen Weg hin und nehme jetzt einen normalen Baum aus dem Spiel. Ja, da habe ich jetzt sogar ein ziemlich gutes Beispiel und zwar da. Eine große Douglasie. Die kann ich nicht auf den Weg bauen. Da, also das ist rot. Hier kann ich sie hinbauen, hier nicht. Aber
Ich habe mir ein Pack runtergeladen, wo alle Bäume aus dem Spiel nochmal drin sind. Das heißt, ich nehme mir das jetzt, klicke drauf, dann öffnen sich hier ganz viele Unterdateien. Und ja, die heißen hier zwar jetzt nicht genauso, aber ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen und siehe da, ich kann ihn da hinbauen. Und sogar an vier verschiedene Stellen. Also näher aneinander. Also die haben da keine Option, wo man die hinbauen kann und wo nicht. Und deswegen würde ich mal sagen, wir fangen an, unseren Park zu bauen. Als allererstes kommt natürlich ein schöner Eingangsbereich. Da werden wir mal sehen, was dabei so Schönes so rauskommt. Ich würde mal sagen, wir fangen erst ganz normal mit dem Weg an und basteln uns hier ein bisschen was Schönes hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoch zur Seite. Dürfte jetzt eigentlich symmetrisch sein. Jo. So, dann können wir ja mal so, so, so. Sieht jetzt gerade noch ein bisschen scheiße aus, ich weiß, aber das ändert sich noch, glaubt mir. Ich habe da schon ein bisschen Vorstellungen, wie der Park doch am Ende sein könnte. Ich habe mir da schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich will ja nicht einfach so ein LP anfangen und dann nicht wissen, was ich bauen soll. Ups. So, also wie gesagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Aber ich habe jetzt auch keinen Plan gemacht, nicht aufgezeichnet, wie der Park aussehen soll. So, ihr werdet gleich sehen, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Und ja, wir bleiben mal im Tagmodus. Und ich stelle dann auch mal kurz auf Pause. Huch, spule ich mal kurz. Nee, ich brauche nicht vorspulen. Dachte gerade, da kommt ein Unwetter, weil dann wird es immer ein bisschen dunkler. Und ja, das wollen wir ja nicht. So, wir haben jetzt das hier und gehen jetzt mal kurz hier auf dieses schwarze Teil und machen damit die Innenflächen. Also mit dem schwarzen Weg. Ich hoffe, man hört das Störgeräusch gerade im Hintergrund nicht, aber leider Gottes schätze ich, man hört es schon. Von daher mache ich jetzt mal kurz eine Aufnahmepause und ja, für euch ist es ein Video, für mich bin ich jetzt mal kurz 2 Minuten weg. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Ich hoffe, jetzt kommen keine Störungen mehr rein. Und von daher mache ich jetzt wagemutig, wie ich bin, einfach mal weiter. So, wie wir sehen, haben wir jetzt hier erstmal unsere grobe Grundfläche. Und ich habe jetzt so ein schönes Custom Scenery Object mit dem, also das sind solche Ground Covers. Damit kann man halt schöner den Boden gestalten. Ich nehme da immer. Also auf alles Graue machen wir jetzt Cover Asphalt 2, Path Cover Asphalt 2. Ich sage euch mal kurz den Namen von dem Pack, dass ihr euch auch runterladen könnt, wenn ihr wollt. 182470, also der User, keine Ahnung, warum der sich so nennt. Und das Pack heißt Ground Cover Set. Einfach eingeben bei Google und ihr könnt es runterladen. So, und die bauen wir jetzt hier auf unsere Wege. Die Kanten hier sehen jetzt erst ein bisschen eckig aus, aber da mache ich gleich etwas, damit man die Kanten nicht mehr so sieht. Das mache ich eigentlich bei so gut wie allen Parks von mir. Die ähneln sich halt alle, aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir sind jetzt hier bei unserem Park und alles andere ist jetzt gerade mal tabu. So, hätten wir das. Jetzt gehen wir auf Path Cover Asphalt 1 und machen alle schwarzen Wege. Das ist jetzt, also die Wege haben wir vorher dahin gemacht, damit die Besucher da auch langlaufen, weil Besucher können ja nur auf Wegen laufen. Und von daher mussten die da drunter. Und das ist auch ein sehr schönes Set, denn in anderen Coversets versinken die Leute da ein bisschen viel drin in den Grounds. Und hier, die sind so flach, da versinken die fast gar nicht drin. Kann man hier sehen, der Fuß von dem Inspektor ist, also da merkt man nicht, dass die da eigentlich nicht über den richtigen Boden laufen. So, und jetzt mein kleiner Trick für diese hässlichen Kanten. Und zwar stellen wir hier mal um auf nur Büsche und nehmen uns eine kleine Hecke und die platzieren wir mal.
rundherum um unseren Eingangsbereich. Ups. So. Das sieht immer ganz nett aus, wie ich finde. Aber wir sind damit ja noch längst nicht fertig, also für Eingangsbereiche brauche ich persönlich immer ziemlich lange. Ja, ich habe auch keine Ahnung warum, aber ist so. Das lasse ich jetzt erstmal hier weg, da habe ich gleich noch was vor. Und ich habe mir auch nichts vorgenommen, wie lang ich jetzt aufnehmen will, wie wenig ich aufnehmen will und so weiter. Ich nehme einfach auf, bis ich keinen Bock mehr habe. Und ich mache mir da keine festen Zeiten. Ich werde aber trotzdem versuchen, jeden Tag eine Folge rauszuhauen. Nur halt, könnte euch eigentlich auch egal sein, weil euch, ja keine Ahnung. Ich gucke halt, wann ich aufnehme und ja, wenn ich keinen Bock habe aufzunehmen, dann nehme ich nicht auf. Es sei denn, mir fehlt eine Folge. Und ich laber gerade Scheiße. Ups, nee, oder? Nee, gerade gedacht, die habe ich aus Versehen in die Luft gebaut. Und so, jetzt haben wir schon mal unseren Kranz sozusagen fertig. Und jetzt, nee, jetzt, so, stellen wir hier erstmal nur auf Bäume. Und ein kleiner Tipp, mit der großen Douglasie könnt ihr nichts falsch machen. Die könnt ihr einfach überall hinbauen, die sieht überall gut aus. Es sei denn, ihr seid jetzt irgendwie in der Wüste oder so. Da dann natürlich nicht. Und ich mache das jetzt mal in so Zweierabständen. Okay, das ist hier vorne ein bisschen kompliziert. Das mache ich dann gleich. Mache ich jetzt mal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und hier einen hin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, das lasse ich dabei erstmal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.